Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einem weiteren Part der Zombie-Modus-Reihe. Meine Güte, der Spruch wird langsam alt. Und heute habe ich einen Kumpadre dabei, das erste Mal dieses Jahr. Moin. Ja, und wir erzählen euch heute ein bisschen was über Mädels, die, naja, sagen wir mal, ein bisschen fies zu uns Jungs sind. Ja, möchtest du gleich mal anfangen? Schlamm. Bitches. Nutten. Faulgewichste Huren. Missgeburten. Sluts und Haus. Ja, Sluts und so. Und, ja. Hast du gerade eine Story parat? Nee. Weil ich müsste meine noch mal kurz hier aufbauen. Gerade WhatsApp-Verlauf und so checken. Nein, das nehmen wir nicht mit rein. Oh Mann. Warte. Dann muss ich mal eben kurz ein bisschen scrollen. Nicht, dass das hier so... Alter, wo ist denn das? Ach so, hier. Das ist schon eine halbe Ewigkeit her, dass ich mit ihr geschrieben habe. Also 5 Tage. Aber bei Mädchen ist das viel. Die sind euch dann direkt sauer, wenn ihr den nicht zurückschreibt. WhatsApp-Verlauf. Ja, es ging halt darum, dass sie mir nicht zurückgeschrieben hat, einen Tag, als ich ihr zurückgeschrieben habe. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, bla 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 und so weiter. Und ne, das Geilste war dann, ich schreibe ihr so, komm, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wenn du mal nicht zurückschreibst, ich finde das in Ordnung. Du bist das... Sekunde. Süßeste, tollste, netteste Mädchen. Nein, ich will das wortwörtlich vorlesen. Okay. Ja, man, ist so. Du brauchst dich übrigens nicht immer entschuldigen, wenn du mal nicht zurückschreiben kannst. Kannst nur mit Großbuchstaben, ne? Bist wirklich das hübscheste, netteste und süßeste Mädchen, das ich kenne. Das geht schon in Ordnung. Ich kann warten, bis jemand zurückschreibt. Und darauf kam nur ein okay, gut. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist einfach nur behindert. Wie kann man denn einfach nur kurz okay zurückschreiben, Mann? Ich habe mein ganzes Herz dafür aufgeopfert, Mann. Das meinte ich ernst. Das kam wirklich von ganzem Herzen. Das war kein Beschiss. Und ich hoffe, dass die Person sich dafür in Grund und Boden schämt. Aber wird sie wahrscheinlich nicht. Nein, sie wartet wahrscheinlich auf den nächsten Hero-Schuss. Keine Ahnung, wer sie ist, Mann. Ich habe die schon eh wieder vergessen. So, und mein Kollege, der möchte euch jetzt was erzählen. Oh, mein Handy. Ja, und zwar, ich habe einen Kollegen... Ich muss mal eben kurz mit Bitches schreiben, also... Ich bin mal kurz weg, ne, der erzählt euch eben was. Ja, und zwar mein Kollege, der heißt Peter, also den richtigen Namen nenne ich natürlich nicht. Der hat so eine App, die nennt sich Lovoo. Da gibt's halt... Bitches. Bitches, die kann man nicht mehr abzählen, also... So eine Zahl gibt es nicht. Ohne Scheiß... Die App ist eigentlich dazu da, um Leute kennenzulernen, damit man neue Freunde trifft. Und der geht dahin und poppt die alle einfach. Ja. Ist ohne Scheiß. Der trifft dich mit einer nach der anderen. Ich meine, wie kann man einen Vibe poppen, den man nicht liebt? Genau. Wobei, das ist immer so eine Sache, ob du das jetzt wirklich möchtest, eine Beziehung zu haben halt. Oder nicht. Also ich meine, es geht auch ohne, das ist kein Problem, aber du solltest erstmal nicht irgendwelche Gefühle vorspielen, das ist Arschlochverhalten, absolut. Und dann gibt's auch noch diese Leute, weißt du, die vögeln eine nach der anderen, ne? Und dann geben die damit vor ihren Freunden wirklich an. Ich find's einfach nur krass. Vor allen Dingen, dass man mit sowas wie Sex angibt. Ich meine, bei Tieren, also den männlichen Tieren geht's darum, möglichst viele Weibchen zu beglücken, sagen wir es mal so. Knallen. Ja, und das Problem an der Sache ist, diese Leute, die versuchen möglichst viele Frauen flach zu legen, die gehen eigentlich mit ihrem Verhalten in der Evolution zurück. Wir sind Menschen, weil wir Menschen sind und wir haben uns weiterentwickelt und wir brauchen sowas nicht mehr. Also wir brauchen nicht mehr so viele wie möglich knallen. Und wer halt so blöd ist, der ist halt primitiv und ein Affe aus meiner Sicht. Wer so viele Mädels wie möglich flach legen will. Tut mir leid, ist aber so. Das ist für mich einfach eine Sache, die dazu gehört, wenn man eine feste Freundin hat, dann kann man es gerne machen, ja. Das ist auch überhaupt kein Problem, auch gerne wann immer, aber... wann immer würde ich nicht sagen, ich würde erstmal so ein paar Monate warten, Alter. Ja, dann. Sicher, das meine ich doch halt, wenn man fest mit ihr zusammen ist, die Monate schon verstrichen sind, der vor allen Dingen das Jahr ins Land zieht, die Morgenröte morgens kommt, oh scheiße, ich schwadroniere schon wieder und erzähle zu viel Scheiße. Und ich würde die trotzdem nicht poppen. Ja, was? Was, wieso nicht? Warum sollte ich denn? Aber wieso, wenn du eine Freundin hast, eine feste? Dann würde ich sie doch nicht knallen. Wenn man eine feste Freundin hat, dann muss man auch feste zubumsen. Ja, viel Spaß, Alter, wenn du eine Freundin beglückst. Nein, nein. Also ich finde schon, man sollte da, ja, gemeinsame Sache machen. Man sollte jetzt keine Mädels verarschen, das ist einfach cool. Was musst du lachen, Mann? Lass es einfach raus. Warum musst du lachen, Mann? Ich sag schon wieder, was so ein Dödel. Ja.
Scheiße. Okay, ich bin wieder auf Pause, ne? Warte, 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 bitte nicht gerade. Das war so geil. Wenn ihr wissen wollt, wieso, wenn ihr wissen wollt, wieso wir gelacht haben, dann sendet einfach eine SMS mit "Ich check's nicht" an 5x3. Nein, oder Spaß. Ey, wenn ihr neue Freunde wissen, wenn ihr neue Freunde kennenlernen wollt, ne, schickt einfach Arschloch an 110. Und der grün-weiße Partybus kommt auch zu euch. Und das kann dann auch mal gerne sein, dass ihr dann nicht nur mit einer Anzeige vorbeikommt, nein, wahrscheinlich mit grün und blau geschlagenem Körper, weil die Polizisten euch dafür den Arsch aufreißen. Jo. Ja, dann hätten wir soweit erstmal was. Möchtest du gerade noch irgendwas sagen? Irgendwas ganz Wichtiges, was dir so am Herzen liegt wie deine Aorta, Alter. Ja. Ernsthaft? Mama, ich bin im Fernsehen. YouTube ist fast so gut wie das Fernsehen, nur intelligenter. Also ich meine, wenn ihr jetzt RTL mal schon mal geguckt habt und dabei nicht gelacht habt, dann solltet ihr euch echt schämen. Oh mein Gott, das sind alles so ernste Geschichten. Die Trovatos, die tun so viel Gutes für die Leute. Die klären sämtliche Fälle auf und Verdachtsfälle. Oh Mann, ich habe noch nie so realistische Darstellung von Familienleben in Deutschland gesehen. Aber hey, niemand ist besser als die NSA. Die wissen alles innerhalb 2 Sekunden. Ja Mann, und ich bin ja jetzt auch 18. Ich darf ja wählen, ne? Und weißt du, wen ich wählen werde? Angelo Merte. Nein. Ich will die NSA, die interessieren sich so richtig für uns. Die wissen alles über uns. Deswegen will ich die NSA. Und die ganze Audiospur sieht schon wieder aus wie so ein Penis. Na, guck mal, hier ist ein Satellit. Ja. Oh mein Scherz. Hoffentlich hört man das nicht zu sehr raus. Was ist denn? Du streichst dir gerade durch die Haare wie so ein Quotentürke. Ey, das ist so ein richtiger Harry Potter Blitz gerade in der Audiospur. Ich glaube, wir haben heute etwas zu viel Wasser getrunken. Ach übrigens, wir sind gerade im Gespräch, ne, mit einer guten Freundin von mir und die haben da offensichtlicherweise ein bisschen zu viel gekifft. Die schicken uns die ganze Zeit nur irgendeine völlig schwachsinnige Scheiße. Die meinen, dass sie schizophren werden und sowas. Also ich weiß ja ernsthaft nicht, was sie da gerade treiben. Aber am Wochenende werde ich, was? Nee, ich meine nach den Ferien, wenn wir wieder in der Schule sind, dann werde ich auf jeden Fall mal so ein kleines Wörtchen mit denen reden und meinen dann so, ja, das geht nicht so, dass mir mal so eine Scheiße schickt am Wochenende. Die besaufen sich immer aufs Übelste und schicken mir dann Scheiße, jetzt weg damit, ab aufs Bett. So, wir mussten jetzt kurzfristig erstmal die Aufnahme gerade kurz ausmachen. Jetzt sind wir auch wieder da, weil ich mein iPhone gegen die Wand geworfen habe. Ja, relativ, ja, absichtlich, leider. Es tut mir leid, aber es ist heile durchgekommen, liegt jetzt gerade im Krankenhaus. Elisabeth Hospital und so. Naja, ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Bei uns hier ist ordentlich die Gurke los. So, und ja. Ich schaue mich gerade um. Die wilde Gurke. Die wilde Gurke, genau. Boah, gib mal her, Walla, ich will WhatsApp. Walla, 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 ich will WhatsApp. Halle mal. Ey, was heißt eigentlich Walla? Ich wollte das immer mal wissen. Walla heißt, ich schwöre. Ey, soll ich meiner Freundin von mir was richtig Dummes schicken? Mach. Ey, weißt du, ich frage, ob ich einer Freundin von mir was Dummes schicken soll. Was kriege ich geschickt, was Dummes? Wie behindert ist denn das? Warte mal kurz. Ja, meine Rülps gerufen. Yo, Larissa, bester Mann. Yo, wie geht's dir so? Und Stan. Yo, Barbaro, 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 Stan, Bade, Bade, Bado. Doch, klar, darf ich den Namen sagen. Keine Sau weiß, wer Larissa ist, das alte Schnitzel. Ja gut, dann viel Spaß beim Pissen. Ich mach kurz eine Pause und wenn er wieder da ist, dann wichsen wir hier weiter vorm Rechner. Also, ich meine ins Mikro jetzt. So, und nach 8 Minuten Pissen ist mein Kollege jetzt endlich wieder zurück. Okay, ich merke schon, das wird hier eher so eine kleine Spaßrunde als ein ernsthaftes Commentary. Hoffgranate. Ja, Mann, Hoffgranate. Hoffbefehl! Wir haben alle eine Glatze und so eine voll fette Nase. Hoffbefehl ist so ein richtiger Nazi, Alter, sonst hätte der keine Glatze, Mann. Was ist, wenn man Haftbefehl eine Mütze schenkt? Dann kann er Mütze Glatze spielen. Oh Mann. Warum hat Haftbefehl seine Leute eigentlich Aslaks genannt? Wäre dir was Dümmeres eingefallen? Scheiße. Der Humor heute ist so niveaulos, ja. Aber immer noch besser als Haftbefehl. Oh. Gut, dann lass mal aufhören. Ich habe Haftbefehl nämlich auf YouTube abonniert. Das habe ich noch gar keinem gesagt hier. Was machst du da mit meinem Handy? Gegen die Wand werfen. Ja, sicher. Wenn, dann mache ich das. Ja, gut.
Leben und Tod des Kenneth Mythenakte. Kennt ihr Mythenakte, das alte Schnitzel? Der ist ja so ein... Ah, das ist... Ah, so ein scheiß YouTuber, Mann. Ey, ohne Witz, es gibt ja einen Typen, der heißt voll auf die Omme, der macht sich gerade übelst über Mythenakte lustig, aber völlig zu Recht. Ich kenne Mythenakte auch leicht persönlich und ich habe auch schon viel, viel Gutes von ihm gehört, um das Thema jetzt mal zu wechseln. Ja, es ist ein ziemlicher Arsch, er spammt sehr viel rum und ja, er macht es halt auch gerne, mal weibliche YouTuberinnen anzuschreiben. Aber damit kommt er halt nicht weit, weil seine Art absolut zum Kotzen ist, um das Ganze nochmal zu rezitieren so ein bisschen. Und der voll auf die Oma meinte, ja, ihr könnt ja mal bei Mythenakte auf Facebook das Video hier posten, das habe ich gemacht. Und was war, ich wurde direkt blockiert, also mit meinem richtigen privaten Account wurde ich direkt blockiert von der Seite innerhalb von 2 Minuten. Und das ist jetzt echt mal übertrieben, das habe ich direkt als Kommentar gepostet und ich habe selber von voll auf die Oma auch noch ein Like für den Kommentar bekommen. Und das finde ich richtig korrekt von dir. Du wirst das Video eh nie sehen, weil ich ein kleines Licht bin auf YouTube, aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass du mir ein Like gegeben hast. Und ja, ich habe es gerne gemacht, dass bei Müffelkacke, ich meine Müffenakte, oder wie der Typ heißt, da auf die Facebook-Seite zu posten. Der Typ, der kann sich auf jeden Fall ficken. Der ist einfach nur No Life featuring keine Freunde. Und ja, ich weiß auch nicht, wer den mal irgendwo hingewichst hat, aber ganz klar ist, die Fliegen haben den Rest erledigt und so ist es halt auch zustande gekommen, dass er dann irgendwann ausgeschissen, geboren wurde. Also lieber Müfi, wenn du das Video siehst, dann fick dich doch ins Knie und geh, weiß nicht. Also du bist absolut... zurück zu den Schlampen. Ja, nur noch kurz eine Sache, du bist absolut like-geil und kommst aus Österreich. Also wer ist denn geil auf Macht, also Likes? Hitler! Richtig, der kommt nämlich auch aus Österreich. Ich bin so eloquent, ich bin so schlau, ich bin der Adolf aus Braunau. Kennst du das, Mann? Das ist so geil. Witzig. Doch. Nein, nicht wenn du das im Ausländer vorsingst. Oh. Okay, kommen wir zurück zu den Türke, ne? Du hast gerade voll das Thema gewechselt. Ja, komm, bitte, Mann, ey, man muss sich doch mal über Müffelkacke lustig machen können. Ja, dann viel Spaß. Also ich hab mich da raus, ich kenne den nicht. Okay. Nein, du kennst den nicht, na gut. Dann lass uns mal weiter über Schlampen reden. Ist ja so ein geiles Thema, Stissel die Dissel und so. Ihr wisst, wie es läuft, Leute. Und da bin ich ja vor kurzem durch die Ulmer Innenstadt gelaufen. Ja, da habe ich den Ellotrix getroffen, da habe ich den erstmal zusammengetreten. Ey, und da kamen die ganzen Bitches auf einmal so direkt zu mir, Alter. Direkt einer auf mich draufgesprungen, Alter. Aber das war nicht so eine richtig geile 90, 60, 90. Ja gut, kann man so sehen, ne? Aber das andere Bein dann auch, ne? Und die hat mich dann so richtig zusammengestaucht, Alter. Ich war so richtig, boah, so richtig am... verlieren einfach nur. Ich habe meine Seele gesucht, Alter. Ich habe einfach nur Zweifel bekommen, ob ich überhaupt noch auf der richtigen Welt bin, ob ich nicht irgendwo in so einem Paralleluniversum, in so einem Paralleluniversum Zondor gelandet bin, Alter, weil das war so eine fette Slut. Das habt ihr noch nie gesehen, Leute. Das könnt ihr mal glauben, Alter. Da haust du den Penis auf den Tisch, bis das Holz splittert. Ja, und meine Ellotrix-artige Seite verlässt diesen Raum jetzt wieder. Und jetzt bin ich auch wieder da. Und ja, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wir haben heute einigermaßen über Witches geredet. Hoffentlich hat es euch gefallen, auch so ein bisschen Real Talk, halt mal wieder ohne geschnitten und so. Also so normaler Penis-Style und so. Naja, auf jeden Fall, ja, wäre es geil, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet, like ever. Aber muss natürlich nicht sein. Und ja, ich hoffe, euch hat auch mein Gast gefallen. Der Quotentürke. Ja, man kann dich von da nicht hören. Man hört nur alles innerhalb von 1 Meter Radius des Mikros. Deswegen. Ja gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Oh, ich dachte, das ist schon zum 8. Mal. Boah. Ciao. Und Chabos wissen, wer der Ketter ist. Genau, so muss das sein. Chabonenten wissen, wer der Babo-Hacker ist oder so. Ja gut, dann haut's rein und macht's gut und Cheerio, drückt eure Nüsse in den Sitz, bis der Leder schmilzt, denn dann ist alles in Ordnung. Euer Ketter sagt Cheerio.